Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Terranigma. Oh, du bist das, sehr vorsichtig, wenn du rausgehst, der König starb. Gerüchte besagen, dass der Regent ermordet wurde. Ich denke, die Suche nach einem Bräutigam wird nun abgeblasen. Okay. Was hast du noch zu sagen? Ich kann absolut nichts mehr essen. Burps. Okay. Frag mich eigentlich, was die ganze Zeit dieser Hund hier macht. Entschuldigung. Ich hab mal die Lautstärke ein klein wenig runtergedreht in meinem Kopfhörer. Ah, ich weiß nie, wann man die Lautstärke hört und wann nicht. Warte mal, das war doch der Typ. Der König ist tot, nun soll das Volk regieren. Versammelt alle Leute und lasst uns über die Zukunft des Landes reden. Jaw. Ich heiße Heinz, ich beobachte die Entwicklung der Städte. Der Tod des Königs eröffnet ganz neue Perspektiven für unsere Stadt. Wenn die Gesetze geändert werden, kann sich die Stadt entfalten. Die Wachstumsrate dieser Stadt beträgt im Moment 0%. Okay. Hast du gehört? Der König ist tot. Man sagt, er wurde ermordet. Ich möchte gerne wissen, wer es getan hat. Er wurde von allen gehasst. Wenn du bleiben möchtest, wende dich an die Dame am Empfang. Okay, muss ich jetzt die Stadt verlassen oder passiert hier vorher noch was? Ah, warte mal. Wir werden gleich eine Versammlung einberufen. Die Fremden in der Stadt werden Zeuge historischer Ereignisse. Bürger, ich weiß, dass der König dieses Land nicht mehr lebt. Des Landes nicht mehr lebt. Ohne Führer haben wir das Recht auf uneingeschränkte Freiheit. Die Zeit ist reif, das Schicksal des Landes in die Hand zu nehmen. Ich erkläre meine Kandidatur als Vertreter dieses Volkes. Natürlich kann jeder hier für das Amt kandidieren. Noch jemand? Ich werde auch kandidieren. Ich bin nicht so sehr beliebt, aber ich liebe diese Stadt und kann helfen. Ja, gut, Luis. Gib nun deine Absichten bekannt. Ich möchte eine Wahl abhalten, um mein Vorhaben zu legalisieren. Ich schlage eine kurze Pause vor, um die Wahl vorzubereiten. Schaut euch die Kandidaten genau an, bevor ihr eure Stimme abgebt. Zukunft ist sicher, solange es Menschen wie Luis gibt. Ich möchte die Steuern, die der König hob, für die Stadt nutzen. Wirtschaftliche Freiheit bedeutet für alle Menschen ein gutes Leben. George traf in seiner Rede genau den richtigen Ton. Die Leute glücklich machen, indem man ihr Land verschönert. Genial. Dennoch stimme ich John nicht zu. Wir sollten alle brüderlich miteinander teilen.
Ich heiße Heinz, ich beobachte die Zukunft, wird zeigen, welche Politiker sich durchsetzen. Wenn Luis mit den Konservativen gewinnt, bleibt alles beim Alten. Wird jedoch Draw gewählt, kann der Fortschritt Fuß fassen. Wenn du deine Stimme abgibst, musst du die Folgen bedenken. Meine Oma sagt immer, bevor du eine große Entscheidung triffst, denk gut nach. Hör außerdem Ratschläge von Spezialisten. Der Tod des Königs lässt Rhaenyra aufblühen. Wo ist Prinzessin Melina? Ich werde Jor wählen. Es ist seltsam, dass gerade Luis so etwas sagt. Okay. Der König ist tot, nun bla 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 versammelt. Und lasst uns über die Zukunft versammelt alle Leute und lasst uns über die Zukunft des Landes reden. König Olaf ist von uns gegangen, die Zeit der Trauer bricht an. Rockwood ist entkommen. Für Hinweise gibt es eine hohe Belohnung. Ja, ich wüsste jetzt eigentlich nicht, wie das ist, weil Max ein frisches Croissant nur 10 geht. Nicht jetzt, danke. Komm wieder, wenn du hungrig bist. Ja, gut, und naja, das sagtest du schon. Ja, hier können wir das erste Mal die Stadt mit Stadt prägen sozusagen. Meine Oma sagt immer, was Entscheidung triffst, denke gut nach. Ja. Die Wahl hat begonnen. Die Wahlurne steht dort drüben. Ich möchte die Steuern, die der König erhob, für die Stadt nutzen. Wirtschaftliche Freiheit bedeutet für alle Menschen ein gutes Leben. Wo steht die Wahlurne? Ah. Beeilung. Wen soll ich bloß wählen? Stimme für Jaw. Ich wähle Jaw. Er scheint für diese Aufgabe gut vorbereitet zu sein. Gut. Wahl hat begonnen. Die Wahl unten steht da drüben. Toll. Ich möchte die Steuern, die der König wirtschaftlich Freiheit bedeutet, für alle Menschen ein gutes Leben. Bla bla bla. Okay. Ich gehe nochmal hier weg. Ja. Weil hier ist eben von unserer Entscheidung abhängig, ob sich die Stadt erstmal entwickelt oder nicht. Meine Oma sagt immer bla. Oh Gott, das hast du schon gesagt. Denke daran, diese Wahl entscheidet über die Zukunft des Landes. Wir werden nun die abgegebenen Stimmzettel auswerten. Das kann noch etwas dauern, komm später wieder. Ich werde Jaw wählen. Ah, dachte nicht, dass das so lange dauert. Komm. Tut mir leid, dass warten mussten. Tut mir leid, dass du warten musstest. Wir verkünden nun das Wahlergebnis. Für mich Jaw 25 Stimmen. Für Luis 24 Stimmen. Mit einer Stimme mehr wurde ich gewählt. Trotzdem möchte ich Luis bitten, mir bei meiner Aufgabe zu helfen. Außerdem bitte ich euch alle um eure Unterstützung. Ich möchte gerne wissen, wie Luir sich ändern wird. Ja, also das dauert eine Weile. Gut.
gut. Und dessen können wir eigentlich abhauen. Zoll. Ja, vorher hätten wir hier, glaube ich, nicht durchgekonnt wegen dem König, aber der ist ja jetzt tot. Möchtest du den Zoll passieren? Geh durch. Der Tod des Königs trübt die Zukunft Luirs. Wen kümmert der Zoll? Okay. Ahola. Ich heiße Heinz, ich beobachte die Entwicklung der Städte. Bis jetzt gibt es kaum Industrie. Auch hier muss man etwas unternehmen. Denn ohne die Industrie gibt es auf Dauer keinen Fortschritt. Die Wachstumsrate dieser Stadt beträgt im Moment 0%. Ja, hier können wir irgendwann Zeug finden und es hierher bringen, damit die Stadt wächst. Junge, kennst du die Quatros? Sie sind Nomaden und reisen umher. Sie tanzen, singen und handeln mit den Menschen, um Geld zu verdienen. Das ist schon mal Kirche. Und da hängt einer am Kreuz. Alle Menschen sind Kinder Gottes. In seinen Augen sind wir alle gleich. Lass uns beten. Amen. Gottes Güte ist grenzenlos. Er beschützt die Schwachen. Meine Schwester liegt krank im Hospital. Ich bete jeden Tag dafür, dass es ihr besser geht. Na ja, gut, was soll ich dagegen machen, dass es deiner Schwester schlecht geht? Auch eine gute Frage. Hast du von Spanien gehört? Etwas unsagbar Böses ist dort über das Land gekommen. Oder halt Glückselixier. Möchtest du es auswählen? Ja. Glück steigt um 1. Stand da. Also es ist jetzt nicht verschoben. Im Schloss Toronia soll es 4 mysteriöse Bilder geben. Angeblich enthält es Juwelen anstatt der Augen. Das führt dazu, dass sich viele Diebe dafür interessieren. Aber keiner kam je zurück. Im Süden liegt der Hafen Aolas. Es ist ein kleiner Hafen, doch die Sardinenfischerei floriert. Aolas Spezialität sind frische Sardinen. Die Königin von Spanien regierte einst Schloss Toronia. Sie drehte durch, nachdem ihre 3 Söhne auf einem Schiff starben. Hospital. Dr. Emilio forscht nach Mitteln gegen Infektionskrankheiten. Er verteilt es kostenlos an der Rezeption. Dr. Emilios Freund wird vermisst. Sein Freund heißt Columbo. Dr. Emilio ist sehr besorgt. Dr. Emilio ist ein guter Arzt. Er behandelt die Armen kostenlos. Wenn wir bessere Medizin hätten, könnten wir mehr Leben retten. Dr. Emilio ist darüber sehr verzweifelt. Unser Kind leidet an Fieber. Dr. Emilio tut alles, was er kann. Stöhnen, es ist so heiß, ich fühle mich schrecklich. Ja. Auf jeden Fall, das merken wir uns. Was ist los? Du bist krank? Du siehst doch kerngesund aus. Nee, ich bin nicht krank. Wollte nur mal mit dir reden. Okay. Ah, das ist ja unser Freund wieder. Wir werden uns wiedersehen, das weiß ich. Hast du die Prinzessin gesehen? Nach
dem Tod des Königs verschwand sie aus Luir. Seltsam. Ich dachte, dass du vielleicht etwas wissen könntest. Ich floh aus Spanien im angrenzenden